Hallo, liebe YouTube-Gemeinde! Hallo! Und willkommen bei Let's Play Together, Vize Beast. Ich bin diese Folge stark mit Automatisation beschäftigt. Ich hatte eigentlich gedacht, ich könnte mit Soamcraft anfangen in dieser Folge, aber ich habe festgestellt, dass da einiges fehlt an Automatisation. Zuerst mal habe ich hier offline was gebaut, und zwar einen klitzekleinen Tank. Jetzt muss ich mir kurz noch hier ein Glas holen, ein Tankwohlglas, weil ich euch eigentlich zeigen wollte, wie das dann aussieht. Hat mich recht viel Eisen gekostet, beziehungsweise nicht mich, sondern uns. Aber dafür passt da auch was rein. So, machen wir jetzt mal hier drauf, zack, und wir sehen, ha, und wir sehen direkt, da soll auch was rein, und zwar Lava. Da sind jetzt 8 Liter Lava drin, also 8 Eimer Lava. Das mit den Litern werde ich mir wohl nie abgewöhnt bekommen. Und da machen wir jetzt als allererstes mal was Vernünftiges mit. Und zwar, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich bin ja ganz sicher, oder beziehungsweise... Wo sind die Seelencharts? Moment, da oben. Da oben. Ich bin mir gerne... Ja, so, Moment, das hier muss ich jetzt für Use. Ich brauche nämlich, nicht den, was haben wir denn hier? Energy, sondern den Liquid Tesseract. 2 Stück brauche ich davon. Glas, Eisen, Redstone. Ich hatte jetzt mal aufgeräumt gehabt. Deswegen muss ich mal gucken. Ich hatte einiges weggeräumt und umgeräumt. Hinten ins Hauptlager. Da muss ich mal schauen, wo ich jetzt was habe. Vor allen Dingen, da ich jetzt auch eine gewisse Zeit nicht mehr dazu kam, hier zu spielen. Wir tun immer momentan relativ viele Folgen auf Vorrat aufnehmen. Einfach um sicherzustellen, dass wir auch immer genügend Folgen da haben. Ich glaube, jetzt momentan läuft Folge Nummer... Wie viele ist es? 19 oder 20? 18. 18. 18 war die letzte. 18. Wir sind jetzt hier bei 25. Da seht ihr also schon... da ist... ein kleines bisschen immer im Voraus. Bin ich jetzt... Eisen, Eisen, ach so. So ist es. Da bin ich halt eben momentan ziemlich, beziehungsweise wir immer ein bisschen am Vorproduzieren, weil das bringt ja auch nichts, wenn man irgendwann dann mit Folgen ausläuft. Ja, besonders, weil wir ja nicht immer gleichzeitig da sind. Ja, und immer Zeit haben, genau. Deswegen machen wir das ein bisschen, halt eben so gestaffelt. So, jetzt zum Automatisieren. Als erstes brauchen wir hier einen Liquid Tesseract. Und da habe ich hier schon den Lava. Und der soll nur empfangen. Receive only. Und da sehen wir auch schon die Lava fließen, und das ist nicht gerade wenig. Wir sehen, wir haben jetzt schon 23, 24, 25, 26 Eimer Lava. Also das geht rucki zucki. Warum geht das rucki zucki? Das zeige ich euch jetzt auch. Und zwar muss ich dafür einmal in den End, weil ich habe in dem End bereits eine Pumpe mit entsprechendem Tesseract mir bereit. Nether, Entschuldigung. Ich bin etwas eher. Und da habe ich mir schon einen entsprechenden Gegenpool im Endeffekt installiert, der die Lava aus dem End, aus dem Nether pumpt. Oh, bescheuert wäre. Oh, ich sehe auch schon, der High Driver hat hier seine Bienenzucht im Nether angesteuert. Ja, die sind immer so feuerlastig. Sehr, sehr lobenswert. Und hier hinten sehen wir... Immer bei der Arbeit. Jo. Und hier hinten sehen wir auch schon den Saugrüssel. Und dass er am Pumpen ist. Also hier ein Fleck Lava, wenn er wirklich mitten in Lava steht, sind so 65... Eimer, also 65.000 Eimer Lava.
Ich habe hier auch einen Chunkloader. Und zwar macht man den hier ein Ender Chest, also ein Enchantment Table mit Gold umrahmt und eine Enderperle obendrauf. Da kann ich jetzt mal hier gucken mit Show Lasers. Und wir haben jetzt hier drei Chunks, die geladen werden. Also eine Fläche von 3x3. Und jetzt sehen wir hier, welche Chunks genau geladen werden. So, und diese Chunks sind dann permanent geladen. Das heißt, wir können auch hier aus der Hölle Lava pumpen, auch wenn wir nicht anwesend sind, weil diese Chunks in den internen Speicher bei Minecraft geladen werden und somit dem Computer immer zur Verfügung stehen, als ob da ein Spieler anwesend wäre. Da dies aber natürlich Kapazität von Computern frisst, ist davon abzuraten, das zu übertreiben. Lieber einen Chunkloader als 10 und ja, weil man ansonsten recht schnell Performance-Probleme bekommt. Und das möchte natürlich keiner haben. Performance-Probleme böse. Deswegen muss man da halt eben immer ein bisschen aufpassen. So, auf jeden Fall haben wir jetzt... Übrigens, Performance-Probleme, es regnet. Darf ich ausschalten? Ja, mach aus, mach aus. So, wir gucken mal kurz hier. Wir sehen, hier sind schon 200 Eimer Lava drin. Das ist natürlich massig und sehr, sehr viel. Im Großen und Ganzen werden wir die Lava verwenden. Hauptsächlich erst einmal hier zur... Biogas, für die Biogas-Engines. Das hört sich zwar im ersten Moment an, als ob man mit ja, Kanonen auf Spatzen schießt, aber leider haben diese Engines momentan irgendwie einen Bug drin. Und egal, wenn ich keine einzige stromverbrauchende Quelle anhabe, die verbrauchen Lava. Einfach im Ruhezustand verbrauchen die Lava hier bei uns. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist furchtbar. Ich habe sogar hier den Knoten ausgeschaltet, um halt eben einfach dieses, weil da braucht immer ein kleines bisschen Energie hier, die Rolling Machine, um das auszuschalten. Und ich habe halt eben momentan da unglaubliche Probleme mit, die zu betreiben. Ja. Die zu betreiben halt. Weil halt eben dieses Lava gesuddel ist. Wofür ist denn ein Diamond Shard? Ich will es gar nicht wissen. Ach. So, wir tun mal ganz kurz hier die Biomasse rauspumpen. Pflanzen uns hier unseren Lava hin. Und füllen mal unsere Engines wieder auf. Da wir jetzt an mehreren Stellen Lava abzwacken, dauert das einen kleinen Moment. So, receive only. Vielleicht geht das jetzt ein bisschen schneller. Und wenn es kurz vor Ende ist, dann packen wir das Ding wieder ein. Damit die Pipelines auch nicht... zugepflastert werden mit diesem Mist. Aber wie gesagt, wenn man so auf dem Server rumläuft, ist es nicht so schlimm. Aber wenn ich über Nacht offline gehe, ist hier definitiv immer die Lava leer. Jedes Mal. Und das kann ich auf den Tod nicht haben. Und das geht mir tierischst auf den Keks. So. Wieder an und zack, nehmen das mit und gehen hier oben in unser Lager und da machen wir denselben Scheiße. Hoppali. Weil hier unten habe ich ja das gleiche. Im Großen und Ganzen ist hier nie ein Verbraucher dran. Kein einziger. Die hier sind ja nur am Arbeiten, wenn sie wirklich was haben. Aber wenn wir jetzt hier die Engines gucken, leer. Und der, ja, auf jeden Fall wird der Tank als Zwischenspeicher dienen. Das heißt, wie wir das jetzt hier gemacht haben, Lava
direkt unten aus der Hölle hier in die Maschinen zu pumpen, wird es nicht geben, sondern wir pumpen dann immer von unserem Hauptzwischenspeicher oben dem halt eben dem kleinen Tank, und da werden wir dann im Endeffekt mit Sicherheit den halt eben haben wir dann als Puffer. Und den Puffer, je nachdem was man macht, braucht man tatsächlich einen so großen Puffer. Das kommt jetzt immer darauf an, halt was man macht und wie man das genau macht. So, wir sehen jetzt hier, versiegt nämlich schon langsam die Lavaquelle. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil in der Hölle war das schon ziemlich sowieso schon fast auf dem letzten Stand gewesen. Und da dürfte sowieso nicht mehr allzu viel Lava zu finden sein in diesem Pfuhl. Und da müssen wir das sowieso demnächst mal wieder verschieben. Oder die, es kann auch sein, dass die, ich habe das ja jetzt nur betrieben mit einer Batterie, dass die Batterie leer ist und das deswegen nicht mehr gepumpt wird. Weil normalerweise, ja, ist die ja nicht so im Betrieb. So lange. Aber jetzt, solange die noch Energie hat, kann die hier mal Lava pumpen. So. Der ist voll und der ist leer. Ich weiß auch nicht, warum der hier leer ist, weil, wie gesagt, kein Verbraucher, nichts drauf. Keinen Dunst. So. Das nächste, was ich machen möchte, ist in meinem Lager eine kleine Sicherung anbauen. Und dafür brauche ich ein paar Sachen. Und zwar, ich brauche Lampen. Ich möchte gerne braune Lampen haben. Ach, jetzt muss ich mal kurz gucken. So. So, das. Das. So, dafür brauchen wir als erstes mal hier eine Farbe. Redstone und Glowstone. Und dann kriegen wir Luminar. So, Luminar ist eigentlich so ganz schön, weil das können wir mit Hilfe von Glasscheiben und Redstone in Lampen verwandeln. Also wir, das gibt es in jeder Minecraft-Farbe und wir wollen hier braune Lampen haben. So, zack und... Und das Schöne daran ist, sollten wir jetzt anstelle von hier unten... Redstone können wir auch unten Redstone-Fackeln verwenden. Und dann bekommen wir eine Lampe, die permanent leuchtet. Und hier haben wir jetzt eine Lampe, die leuchtet nur, wenn wir ein Redstone-Signal draufgeben. Jetzt gucken wir mal, das da brauchen wir. Und das könnte sein, dass wir es brauchen. Ich zeige das jetzt mal kurz. Einmal ein Hebelchen. Wo haben wir die? Schäbel, Hebel. So. Lampe. Hebel dran und zack, leuchtet es. Sehr schön. Außerdem brauchen wir noch nicht automatische Gates, nein. Wo habe ich euch? Ah, hier, Gates. So. Und auf ins Lager. Und zwar, was haben wir jetzt hier? Hier habe ich jetzt schon mal im Endeffekt vorgebaut. Was ich jetzt genau möchte, erkläre ich euch jetzt hier dran. Beziehungsweise brauche ich euch eigentlich nicht hier dran zu erklären. Ich mache das direkt direkt frei Haus hier. Und zwar so, das ist immer eins weiter darüber. Und zwar haben wir ja hier unser Inventory. Hier in dem Relay. Und wir möchten jetzt hier einen... bauen wir jetzt mal einfach hier so eine Pipeline dran. Und die versehen wir mit einem Gate. Und diesem Gate sagen wir, wenn Items im Inventory, dann gibst du ein Redstone-Signal. Nun wird er jedes Mal, wenn ein Item da durchfliegt, ein Redstone-Signal abgeben. Das ist aber gar nicht so schlimm. Das wird hier einfach an diese Lampe geleitet. Das heißt also, wenn jetzt die Items durchtraveln, werden diese Lampen blinken. Das können wir auch mal kurz demonstrieren.
Wir holen uns mal ein bisschen Cobblestone und werden jetzt gleich hier die Lampen blinken sehen. Also hier die Lampe blinken sehen. Wir sehen ziemlich schnell, ziemlich, ja, fast uninteressant und langweilig, möchte ich mal einfach sagen. Was aber ist jetzt, wenn das System hier überlastet ist? Wir haben jetzt zum Beispiel hier unten das Upgrade drin und wir haben da oben das Upgrade drin und so weiter und so fort. Im Großen und Ganzen ist es jetzt so, wenn unser System, wenn wir jetzt bemerken hier, unser System, beziehungsweise wenn wir es nicht bemerken, dass unser System überfüllt ist, das ist dann zum Beispiel wichtig für die Oschel. Wieso zum für mich? Ganz einfach, schon wieder gemacht. Ich achte immer da drauf, du wirst aber sehr schnell nicht da drauf achten und deswegen ist das wichtig. Was soll ich achten? Ganz einfach. Ich habe hier jetzt Lampen installiert. Und wenn die Lampe nicht blinkt, sondern hell leuchtet, ist irgendwas nicht in Ordnung. Und zwar ist dann hier unten der Puffer, der die Materialien nach oben schiebt, ist etwas drin in diesem Puffer. Das heißt, irgendeine dieser Barrels ist voll und es kann kein Material nachgeschoben werden. Das heißt, man braucht im Endeffekt, wenn man jetzt hier ins Lager geht, nur mal zu gucken, ob jetzt hier eine Lampe leuchtet. Und wenn eine Lampe leuchtet, dann musst du hingehen und musst sagen, Kunzli, Hilfe, da leuchtet eine Lampe. Und dann weiß ich genau, aha, da muss ich dran und muss dann einfach ein Barrel Upgrade installieren. Ne? Ja, ja. Ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Aber warte ich irgendwann mal, wo die Lampe ist. Hocheffektiv, weil man halt eben wirklich damit Fehler ganz gut vermeiden kann. Es ist nicht viel Aufwand, das Ganze zu machen. Und kann einem im Zweifelsfall echt den Arsch retten. Weil wenn so ein System, gerade so ein Lagersystem überlastet wird, dann kann sich das ziemlich schnell zu einem echten Problem ausweiten. Auf der Serverwelt war es so, dass also wir in unserem Lager ab und an mal also halt eben einen Überschuss hatten. Und dann sind auf einmal 100 Stacks Holz durch die Leitungen geflogen. Und ich habe einen halben Tag im Endeffekt damit verbracht, das scheiß Holz aus den Leitungen zu poolen, um wieder halbwegs vernünftig arbeiten zu können. So, hier habe ich das Ganze jetzt etwas weiter weg. Deswegen, da ich aber synchron haben möchte, werde ich hier einfach hingehen und das Ganze etwas angleichen. Und zwar werde ich dann hier, kommt hier ganz normal das Gate hin. Wieder die gleiche Einstellung. Was soll dieses Ding sein, was du brauchst? Was ich brauche, Moment, Oschel. Eine Sekunde. Wo bist du denn? Der Farm. Du hast gesagt, da soll das hin. Ja, ich brauche ja jetzt, ich brauche ja jetzt, habe ich ja gesagt, ich möchte mit Soundcraft anfangen und dafür braucht man ein kleines bisschen weiter weg, also nicht unbedingt direkt auf der Heimatbasis, einen kleinen Platz dafür. Und wenn du hinten... Na, hinter der Kuhfarm ist auch ein bisschen nah, oder nicht? Schon. Das geht schon. Und da möchte ich das hinter der Kuhfarm haben. Einen kleinen Raum, wo ich entspannen kann und in Ruhe und in Frieden ein bisschen Soundcraft machen kann. Problem ist, ich würde jetzt gerne eine Umfrage machen, ob ihr bei Soundcraft die Rezepte gezeigt haben wollt oder nicht. Ich selbst habe so gut wie noch gar nichts mit Soundcraft gemacht, deswegen muss ich mir auch alles erarbeiten und ich werde euch das Prinzip dann erklären in der nächsten Folge, aber ich werde euch nicht die Rezepte zeigen, das hat einfach einen ganz, ganz simplen Grund. Soundcraft ist eine Mod, die einfach so ein bisschen zum Experimentieren anregt, die extra dafür gemacht wurde, um Leute zum Experimentieren zu bringen.
Und deswegen möchte ich ungern da alles vorwegnehmen und den ganzen Leuten den Spaß verderben am Rumsuchen. Hört sich zwar ein bisschen blöd an, aber ich finde einfach, das gehört dazu, dass man das nicht unbedingt vorgebetet bekommt. Gerade weil auch der Mod, der da die Mod gemacht hat, das extra so gemacht hat, dass man das in NEI und so weiter nicht nachgucken kann. Aber da ich nichts verberge, was ich crafte, können diejenigen, die ganz wild drauf sind, natürlich dann die Videos unterbrechen und dann einfach bei dem unterbrochenen Video gucken, wie ich das dann gecraftet habe. Und dann haben sie auch was, weil was, wofür man das zum Craften braucht, ist auch normalerweise beim Research mit drin. Also für diejenigen, die dann wirklich so interessiert sind daran, die können es auch einfach über diese Schiene machen. Gut, als nächstes Automatisierung wird passieren. Moment, ich brauche jetzt als erstes hier die. Blöder Wisp, der ist sowieso schon so verseucht. Da willst du hier noch ein Ding hinstellen, Ja, Oschel, ich weiß. Es ist schrecklich, es ist traurig, aber es ist wahr. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe hier irgendwo noch was. Um diese... Ah, da ist es. Um hier hinten das leer zu machen. Bist du sicher, dass die blauen Bäume positive Nee, Energie nee, haben? ich glaube, das war die alte Version. Das Problem ist, das ist gar nicht mehr so da drin. Ach Mist, jetzt habe ich auch so gesehen. Ah, nee. Ich habe nicht genau voll gehabt. Nein, nein, nein. Blöde Sache. Ah, du bist fertig. Wie viel haben wir? 4. Handglas. Ich das da ausstellen und jetzt kann ich da oben die rein tun. So. Okay, das müsste jetzt laufen. Du bist aus, du machst mir das. Das kommt gleich hinten, da kommt schon der Obsidian. Und dann brauche ich natürlich die Magnet. Ein bisschen Hardenglas. Man sieht, es ist heute so ein kleines bisschen wieder so eine ja, so eine organisatorische Folge. Wie gesagt, ich möchte die Farm noch ein bisschen besser machen und noch ein bisschen besser organisieren. Der Kuhschacht ist fast voll. Toll. Brauchst du dafür auch einen Raum? Für den Q-Chart. Ja, wäre vielleicht nicht so schlecht. Recipe. Ach, da brauche ich auch Obsidian. Wo soll Das der weiß ich sein? noch nicht. Aber eigentlich, da ich momentan keine Kühe benötige, ist das so eine Sache. So. Lava, okay. Dann machen wir mal ein bisschen Obsidian. Wo haben wir Licht? Ach, das ist schon fertig. Ein bisschen haben mit Glas.
Hi, Driver, hast du Lust, ein Wisp töten zu kommen? Nee. Er ärgert Kommen mich das doch aber. so wieder. Wisps hat der Gunsel schon getötet. Ja, aber der da, der ärgert mich. Dich ärgert doch alles. Du hast doch eine dicke Rüstung an. Gut. Der macht trotzdem Aua. Wie, der macht Aua. Ja, da pieselt der mich an. Pissvieh. Der böse, böse. Ja, ich hab gerade in der Sekunde an deine Tochter gedacht und hab gedacht, ich rede mit der. So. Leckt das bei euch auch? Nein, bei mir momentan nicht. Gerade fast vom Baum gefallen, ey. Er macht aber nichts Hässliches, sondern so ein bisschen mystisch und magisch. Nix halt eben. Ja, halt mystisch eben nicht und magisch. So was, was du was normalerweise machst. So was, mach was Schönes draus. Ach. Sagst du das? Ja, ich baue nur baust du schöne Sachen, Sachen, ja? Aber ja. Du nicht so was Mystisches oder Magisches. Ja, ich baue ja normalerweise auch nichts Magisches. Tut mir echt leid. Aber meine Magierschule war ja auch magisch. Nur hat es nicht so ausgesehen. Das habe ich jetzt auch nicht so gemeint. Ich kann das nicht bitte Nein, das soll einfach nur ein Raum. Das soll nur ein Raum sein. Der soll das nicht sein. Du sollst jetzt da kein Haus bauen oder eine riesen Festung oder irgendein Scheiße. Das soll ein Raum sein, so ungefähr 9x9 oder 10x10. Damit. Das ist doch scheiße. Ich bin hier eine Fläche am Ebenen. Ich brauche eine Fläche. Ich brauche ein Räumchen. Brauche ich ein Räumchen? Kein Räumchen, du brauchst ein Räumchen. Haus. Ein kleines Räumchen brauche ich. Wenn ich schon mal was mache, dann mache ich doch was richtig ist denn hier. So ein großes Ding? Oder machst du 10x10 oder so was, aber nicht so ein Monster-Ding da. Meine sind nie Nein, natürlich Monster-Dinger. Nicht. Ich baue immer knuffig. Ach, der arbeitet ja schon. Unheimlich. Du bist die Person der Knuffigkeit. Ich habe noch nie gesehen, dass die Oschel was nicht ist Knuffiges gebaut hat. So. Immer wenn ich versuche, klein zu bauen, sieht das scheiße aus. Baue ich ja groß. Ah, ich halte es ein bisschen kleiner. Nur ein bisschen, nicht so. Ja, ich sag ja, ich halte es ein bisschen kleiner. Weißt du, nicht so monströs. Ja, hinter unserer Kuhfarm so nicht so viel Platz. Da können wir schon. Weißt du, warum du den Platz ausgesucht hast? Wollt ja eigentlich auf der Einöde da bauen. Schönes flaches Gelände, kann man schön was Großes hinbauen. Aber nein, das soll doch Farmgelände sein. Wer hat mein Elektrum geklaut? Elektrum. Ein Ding, ein Mumum. Danach, ich krieg die Krise. Gleich wieder ein Zombie am Hintern. Ja, ich kann dir bei der Nacht leider nicht helfen. So. Bett gehen?
hatte ich das denn jetzt angesetzt? Da. Wieso eigentlich da? Naja. So. Das brauchen wir. Und was brauchen wir noch für den Item-Tesseract? Lead, Silber und Elektrum. Aha. So. Und dann haben wir noch zwei Item-Tesseracts. Und jetzt gucken wir mal. Und zwar haben wir natürlich hier hinten, ach, das ist ja Nacht. Können wir mal ins Bett gehen? Habe ich eben gefragt. Jetzt gehe ich nicht mehr rein. So, dann gucken wir mal kurz, wie es unten aussieht. Eben wolltest du denn. Mit unserer Lava. Ja, wir haben 2208 Eimer Lava. 5400. Der Tank ist außerdem 7x7x7 müsste er eigentlich sein. Ich glaube 7x7x8 ist das höchste. Und wie immer habe ich nicht an Einfüll- und Ausfüllstutzen gespart. Ich hasse ja es, wenn mir so ein Stutzen fehlt. Außerdem ist unser Creosote Oil Tank fast voll. Ja, der ist schön am. Dann tun wir. Ach, der Heidelberger hat ja schon hier aufgehört. Sehe ich gerade. Ah, Seed Oil. Seed Oil läuft. So, da die Oschle nicht gewillt ist, ins Bett zu gehen. Ich? Halt einmal, sag was. Verteidige mich, verteidige meine Ehre. Müssen wir uns jetzt andersweitig beschäftigen. Tun das sagt nix. Weg. Ich komm. So, wir haben jetzt für unsere Automatisierung einiges an Werkzeugen zur Verfügung. Unter anderem haben wir natürlich jetzt hier unsere Ender-Chest. Und da müssen wir halt eben gucken. Oh nein, Quatsch, ich tue noch. Ja. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ja, genau. Wir haben unsere Ender-Chest und wir tun das jetzt am Anfang erstmal so machen, dass wir hier ganz einfach eine Ender-Chest hinpacken. Zack. Und alles, was jetzt hier reinläuft, wird sofort wegsortiert in unserem Lager. Das gleiche tun wir hier hinten. Ender Chest drauf und Holz rein. Zur besseren Kontrolle tue ich einfach mal hier die Seeds hier rein. Und dann gucken wir uns das mal hinten im Lager an. Und da müsste jetzt der Sortierer voll im Gange sein. Schwupp, schwupp. Ach so, ich habe auch zur Kenntnis genommen, einige von euch haben den Sound und die Musik immer noch bemängelt, also bemängelt, dass die asynchron sind wieder mal. Und ich hatte ja mal da nachgefragt, ob ich es ausmachen soll oder anlassen soll und wie ich das machen soll. Und da habe ich jetzt festgestellt, dass die meisten dann doch wollen, dass es aus ist. Oschel, leckt's bei dir? Mhm. Bei dir ist es weg. Ich sehe bei mir ist es weg. Was? Das heißt, ich kann auf jeden Fall nichts mehr essen und... So. Ah ja. Ah, jetzt ist er abgeschmiert. Ah, okay. Da ist er weg. Ich gehe mal kurz zu unserem Admin. Aber ich glaube, wir müssten die 20...
20 Minuten so oder und dann so waren alle voll beide haben. Weg. Ich hätte dich jetzt eigentlich so nur noch gezeigt, wie die Items durch die Pipeline flattern. Und dementsprechend machen wir dann jetzt Tschüss sagen. So einfach mal Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde noch ein bisschen offline an dem ganzen Schisselermengen ein bisschen arbeiten. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.